Wie finden Sie unseren Familienzuwachs? Ist sie nicht wunderschön? Ja, das ist sie. Ich habe das noch nie gut gekonnt. Wirklich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das ist furchtbar lange her. Ich weiß, was Sie meinen. Ich glaube, hier will jemand Ihr Freund werden. Ja, wirklich? Ja. Was willst du von uns? Ja, ich glaube, es ist genau andersrum. Ich glaube, ihr wollt was von mir. Hör zu, du Sack. Wir sind im Moment nicht besonders gut drauf. Also, worum geht's? Ich glaube, eure Laune wird schlagartig besser kalm, wenn ihr euch das hier mal anschaut. Woher hast du das? Habe ich bei Blacks Sachen gefunden. Was sollen wir jetzt tun, Karl? Weißt du noch den Anruf, den ich heute bekommen habe? Genau, daran habe ich auch gedacht. Hey, worüber sprecht ihr? Wir sprechen darüber, dass du deinen Mund halten sollst, Johnny Boy. Morgen um diese Zeit haben wir eine Überraschung für unseren langhaarigen Kopfgeldjäger. Ich will ganz offen zu dir sein, Jess. Okay, nimm kein Blatt vor den Mund. Ich will mit dir über Vince Black reden. Du magst ihn nicht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Und ich weiß, er hat so etwas, das Frauen anzieht. Aber irgendwie finde ich, ihr beiden passt einfach nicht zusammen. Ich weiß, was du Daddy versprochen hast. Ich soll mich da also raushalten, was? Das hast du jetzt gesagt. Weißt du, ich will nur nicht, dass dir irgendwas passiert oder der Ranch. Und ich sag dir, ich habe da so ein blödes Gefühl im Magen. Das hört einfach nicht auf. Nein, Clint, ich finde... Ich kann nichts dafür. Es ist alles seine Schuld was gewesen. Ist denn? Er hat eben keine was Ahnung. Was meinst du damit, Johnny? Was ist denn los? Er hat den Stall offen gelassen und die neue Stute ist offen davon. Jetzt? Er versucht, sie wieder einzufangen. Oh, ganz ruhig. Braves Mädchen. Oh, braves Mädchen. Sei doch ruhig. Ich tu dir doch nichts. Oh, oh, ganz ruhig, ja, so ist es schön. Gut, 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 gut. Sie sehen aus wie durch einen Fleischwolf gedreht. Hat mich eine ganze Ecke mitgeschleift. Ich konnte überhaupt nichts machen. Glaube ich Ihnen. Es war Johnny, der den Stall aufgemacht hat, stimmt's? Ich weiß es nicht. Oh, Junge, was ist mit Ihrem Rücken? Erzählen Sie mir nicht, das war die Stute. Das ist nicht Ihr Bier. Wenn Sie deswegen hier sind, ist es wohl mein Bier. Das geht nur mich was an. Und dem Mann, der das getan hat. Und wenn ich den Typen zu fassen kriege, wird er sich wünschen, er wäre nie geboren worden. Was, wollen Sie ihn umbringen? Wenn es sein muss. Er hätte mich auch umgebracht. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ein Mord für eine Prügelei? Das wird kein Mord sein. Töten ist töten, egal wie man's dreht. Ob aus guten oder schlechten Gründen. Und so etwas ist nicht leicht zu vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie wissen, wovon ich spreche. Diesmal ist es anders. Ah, ich verstehe. Weil Sie was abgekriegt haben, stimmt's? Er prügelt Sie zusammen und jetzt, wo Sie wieder oben sind, muss er dafür mit dem Leben bezahlen. Ich habe gesagt, nur wenn es sein muss. Ach, reden Sie bloß keinen Bock Mist. Im Kopf haben Sie längst schon durchgeladen. Ich kenne das. Ich habe sowas schon mal erlebt. Bei mir selbst. Ich gab dem Kerl, der mich beleidigt hatte, keine Chance. Ich war wütend und habe ihn getötet. Blind vor Wut war ich, genauso wie Sie es jetzt sind. Und seitdem verfolgt er mich in meinen Träumen. Was kümmert es Sie, was mit mir passiert? Tja, eigentlich sollte ich mich in Dreck drum scheren. Was? Das ist schon komisch. An dem Tag, als Sie hier anfingen, ich weiß es noch ganz genau, Sie haben für mich all das verkörpert, was ich hasste und nicht verstand. Aber soll ich Ihnen mal was sagen? Ich habe meine Meinung über Sie gründlich geändert. Sie sehen anders aus, Sie benehmen sich anders, Sie sind auch irgendwie anders.
Aber wenn es um Recht oder Unrecht geht, bin ich überzeugt, Sie tun das Richtige, egal wie viel Hass in Ihnen steckt. Hier geht es um eine Menge Hass. Naja, ich habe mich noch nie getäuscht. Weder bei Gäulen noch bei Männern. Hier, nehmen Sie das so lange. Ich habe genug. Muss ja nicht jeder sehen, was Sie auf dem Rücken haben. Und passt auch besser zum Barbecue. Der Salat? Clint? Kann ich dich kurz sprechen? Klar. Entschuldigen Sie bitte. Aber natürlich. Wenn ich gewusst hätte, dass du die Witwe McGregor eingeladen hast, wären Vince und ich jetzt noch unterwegs, die Stute einzufangen. Wo steckt er überhaupt? Direkt hinter dir. Hey. Hübsches Hemd. Ja, steht dir prima. Danke. Riecht das gut? Ja. Das ist ja das erste Mal, dass ich dich lächeln sehe. Komm, ich gebe dir was zu essen. Ja, gern. Viel Spaß. Viel Spaß. Auf die Zukunft, Freunde. Auf das alles besser und schöner werde. Oh, ja. Howdy. Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe die Ausfahrt nach Phoenix verpasst. Ich habe mich total verfranst. Könnte mir jemand helfen? Ich mache das schon, Boss. Bist ja passend gestylt, Tex. Danke. Ich freue mich, dich zu sehen, Cheyenne. Freut mich auch, Reno. Du hast uns gefehlt. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du hättest anrufen sollen. Ich habe nicht daran gedacht, wie eine faule Ausrede, aber mehr kann ich nicht dazu sagen. Es war verrückt zu kommen. Ja, vielleicht. Aber du bist hier auf dem Kriegspfad. Soll ich mich vielleicht umdrehen und woanders hinsehen? Darf ich dir mal was sagen? Wenn man rot sieht, dann sieht man häufig nicht mehr klar. Die Frage ist also, sollen wir dir helfen oder nicht? Du brauchst nicht gleich zu antworten. Du sollst mir nur die Richtung zeigen. Ich muss also nach Norden. Nein, nach Süden. Ich erledige das hier schon, Bobby. Also, vielen Dank, Charles. Das finde ich sehr reizend von Ihnen. Danke. Hör zu, wir stehen mit unserem Camper ganz in der Nähe. Und zwar bei einer Ortschaft, die Mesa Verde heißt, okay? Wir bleiben da ein paar Tage, damit du so richtig schön sauer wirst. Vielen Dank nochmal, das war ganz reizend. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt. Ja, danke. Ciao, Reno. Na, was hast du diesmal? Tja, also dieser Kopfgeldjäger hat zwei Freunde. Ein neues Corvette Cabrio, eine gut aussehende Blondine und ein großer Indianer mit einem 2000-Dollar-Anzug? Ja, stimmt genau.